Lancio la freccia. Luca Lettieri. Più canale. Good afternoon, everyone. Welcome to London. Welcome to Wembley ahead of this Champions League final 2025. For today's press conference, we will have English, German and Spanish translation. When you ask a question, please raise your hand and introduce yourself with your name and the name of your organization. We will start over here, please. Hola a todos, Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mi pregunta va para los tres. Hallo, willkommen zur PK. Eine Frage an alle. Sie waren in den letzten Tagen, haben sich darauf vorbereitet. Die Mannschaft freut sich sehr. Wie sieht es aus mit dem Selbstvertrauen auf? Ja, wir hatten viel Zeit, uns vorzubereiten. Die Mannschaft ist sehr fokussiert, sehr konzentriert. Natürlich haben wir auch Selbstvertrauen. Wir wollen das Beste aus uns rausholen. Wir haben das natürlich. Wir brauchen das auch, denn das ist das wichtigste Spiel der Saison für uns. Wir haben sehr viel Respekt vor unserem Gegner. Sie verdienen es, in diesem Finale zu sein. Und wir hoffen, dass alles nach unserem Plan läuft morgen. Wir haben das größte Selbstvertrauen. Wir haben sehr viel Respekt, aber wir hatten die ganze Zeit schon Selbstvertrauen in diesen Wettbewerben, der so besonders ist für uns. Und ich glaube an unsere Mannschaft. Wir sind sehr froh, hier zu sein natürlich. Und wir sind sehr selbstbewusst, aber auch ruhig vor diesem größten Spiel der Saison. Und wir hoffen, dass wir gut spielen werden, so wie in der gesamten Saison. Luis Sánchez, para Jóvenes de la Sexta, una pregunta para Nacho y para Luca. ¿Os abruma la posibilidad de igualar mañana a Gento con 6 Copas de Europa, un número de títulos superior al de otros clubes? ¿Lo habéis pensado fríamente? Sie könnten zum sechsten Mal gewinnen. Haben Sie daran gedacht? Viele Clubs haben das nicht erreicht. Ja, das ist natürlich schwierig. Vor vielen Jahren hätten wir da gar nicht gedacht, dass wir diese Möglichkeit haben, da jemals so weit zu kommen. Aber jetzt morgen ein Finale zu spielen und hoffentlich zu gewinnen, und dann wären wir in dieser Gruppe mit so wenigen Spielern, die so in der Champions League so oft gewonnen haben. Aber jetzt müssen wir uns erstmal auf das Spiel konzentrieren, denn wir müssen das Spiel natürlich erstmal gewinnen. Wir hätten uns das vorher gar nicht vorstellen können, dass wir diesen Moment erreichen könnten, aber jetzt sind wir da. Und wie schon gesagt, ich bin sehr glücklich darüber und wir freuen uns sehr auf diesen Moment. Und ich hoffe, dass wir morgen diesen Schritt machen werden, diesen einen extra Schritt. Das wäre natürlich herausragend, wenn wir 6 Trophäen gewinnen könnten, also die 6. Trophäe gewinnen könnten. An den Trainer, sind Sie denn aufgeregt vor dem morgigen Spiel? Und wie sieht es mit Rodrigo aus? Wird in Verbindung gebracht mit City? War das ein Störfeuer? Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist natürlich nicht mein erstes Mal. Ich hoffe, es ist auch nicht mein letztes Mal. In den letzten Tagen hatte ich eine tolle Zeit. Ich war sehr glücklich und ich bin jetzt sehr selbstbewusst in meine Mannschaft. Ich weiß, dass sie alles geben werden auf dem Platz morgen. Und Rodrigo wird alles geben. Er ist natürlich sehr wichtig für uns. Er war, ist und wird auch in Zukunft sehr wichtig für uns sein. Da habe ich keinerlei Zweifel. Ich wollte fragen,
Diese Debatte in der letzten drei Wochen über den Torhüter, das hat sie beschäftigt. Alunin hat nicht mit der Mannschaft trainiert die ganze Woche und er ist noch nicht mal in London. Können Sie sagen, also wird Courtois morgen spielen? Ja, er hatte, war erkältet, konnte nicht mitkommen. Er wird aber morgen kommen. Er wird auf der Bank sein. Und ja, Courtois wird morgen unser Torhüter sein. An die beiden Kapitäne. Heute wollen wir jetzt nicht um die Zukunft sprechen, aber sie sind beide in derselben Situation. Und was das Spiel morgen angeht, sie waren jetzt ein paar Saisons da, war das die ruhigste Woche für sie und fühlt sich alles an, als wären sie der Favorit. Die ruhigste Woche, was meinen Sie damit? Womit vergleichen Sie das, wenn Sie das mit allen anderen Wochen der Saison vergleichen? Dann würde ich das nicht so sehen. Wir sind natürlich aufgeregter als in jeder anderen Woche während der Saison. Wir sind selbstbewusst, aber wir sind Menschen und wir wissen, wir sind aufgeregt. Wir werden ein großes Finale spielen. Das ist ein großes Ding für den Verein. Vielleicht ist es ruhiger für Sie, aber für uns nicht unbedingt. Ja, ich stimme Nacho überein. Es war überhaupt keine ruhige Woche. Alle sagen, wir sind Favorit, aber wir sehen das nicht unbedingt so. Es ist ein 50-50 Spiel. Wir spielen gegen eine große Mannschaft, die eine super Saison in der Champions League gespielt hat. Und da haben wir viel Respekt vor der Borussia, wie sie als Mannschaft ist. Und wir fokussieren uns natürlich sehr. Wir haben sehr gut trainiert und wir hoffen, dass alles, was wir im Training gemacht haben, dass wir das auch auf den Platz rüberbringen können. Werden Sie morgen eher rational oder emotional sein bevor dem Spiel, wenn Sie mit der Mannschaft sprechen? Das Wichtigste für mich vor solch einem Spiel ist, das in die Köpfe der Spieler das zu kriegen, was sie auf dem Platz machen müssen. Je klarer ich bin, desto weniger aufgeregt werden sie sein. Deswegen werde ich mich auf die Taktik konzentrieren. Emotionen werden kommen, klar, aber jeder muss die individuell lösen. Aber natürlich werden Emotionen da sein, vielleicht auch ein bisschen es ist aber sehr wichtig, das alles zu machen morgen, was wir können. Wir sind sehr selbstbewusst, denn die Saison, die ganze Saison über hat meine Mannschaft zwei wichtige Dinge gezeigt. Zum einen Qualität, die ist super bei allen Spielern, und dann auch noch eine zweite Komponente, und das ist der Wille, die Art, das aufopferungsvolle Kämpfen. Das hat meine Mannschaft gezeigt, und das werden die beiden Schlüssel für morgen sein. Nacho, Luca, vor ein paar Tagen sagte der Trainer, wenn wir 1-0 hinten liegen sollten gegen die Borussia, wird er keine Sorgen haben. Und haben wir das erreicht, dass sie so selbstbewusst sind, wenn sie hinten liegen? Ja, wir würden natürlich gerne vorne liegen morgen. Wir kämpfen immer, auch wenn wir hinten liegen oder vorne liegen. Aber wir wollen ein gutes Spiel spielen.
wir hoffen, dass das Ergebnis für uns sein wird. Aber wir spielen natürlich gegen einen sehr starken Gegner und ich hoffe, dass wir ein gutes Spiel machen können. Aber klar, ich würde lieber führen morgen, aber wir haben sehr oft gezeigt in dieser Saison und auch davor, dass selbst wenn Dinge nicht nach Plan laufen, wir kämpfen weiterhin und wir behalten dieses Selbstvertrauen und wir finden immer einen Weg, um die Situation zu unseren Gunsten zu verändern. Und wir müssen da diese Mentalität weiterhin haben. Und wir wollen weiterhin so kämpfen wie bislang, aber ich hoffe trotzdem, dass wir führen werden. Champions League final, but first time at Wembley and first time for Real Madrid to play a Champions League final at Wembley. What is the special feeling of playing it here? Two reasons. The special feeling is, of course, always to play this kind of game. The most important. Das ist das wichtigste Spiel. Das Finale ist das wichtigste Spiel der Saison. In Wembley ist ein tolles Stadion. Und ich werde natürlich sehr glücklich sein. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Und ich hoffe, dass unsere Mannschaft ihr Bestes zeigen wird. Eine Frage aus dem Sudan an Luca. Sie haben in London gelebt. Sie spielen zu Hause. Wie wichtig ist das? Und eine Frage an Sie und Carlo. Nach dem EM-Finale 2021, da ist ja einiges geschehen in Wembley, haben Sie da irgendwelche Sorgen? Es ist immer schön, in London zu sein. So ein tolles historisches Stadion. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auf das Spiel. Und das ist alles. Right. Para Nacho, para el capitán del Real Madrid, no sabemos lo que harás después de este partido. No sabemos si será tu último partido. Nacho, wir wissen nicht, was Sie nach diesem Spiel machen. Es könnte das letzte Spiel bei Real Madrid für Sie sein. Wenn der Trainer das sagt, werden Sie morgen starten. Was bedeutet das für Real im Finale zu stehen? Ja, es ist natürlich sehr besonders, sehr emotional. Ich freue mich sehr. Das ist das Beste, was einem Fußballer passieren kann und auch einem Real Madrid-Spieler. Und dieser Wettbewerb bedeutet so viel für diesen Verein und auch für mich. Und ich freue mich sehr auf morgen und hoffe, dass alles zu unseren Gunsten laufen wird. Many, many times that your team shown a character in the last minutes, in the last dying seconds. Do you think it's a character of the team? Do you think ist das der Charakter dieser Mannschaft, immer so spät zurückzukommen? Und es ist sehr schwer, das zu beantworten. Das ist oft passiert. Da ist schon etwas Besonderes in diesem Verein, ja. Es wird sehr wichtig sein. Es ist etwas Wichtiges. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es ist vielleicht die Geschichte, die Tradition, die Qualität der Spieler, der Charakter der Spieler. Das ist so häufig vorgekommen, dass das nicht einfach nur so passiert. Artur Sharusunyan, Fast Media Armenia. Mr. Angelo, eine Frage aus Armenien. Es ist sehr wichtig, immer dazu zu lernen. Was ist der größte Unterschied zwischen dem Ancelotti von heute und dem von vor 10 Jahren? Ich bin 10 Jahre älter, aber ich fühle mich immer noch jung. Ja, das stimmt. Als ich beim ersten Mal im Finale stand mit Real Madrid vor 10 Jahren, da ist schon vieles passiert seitdem. Diese Generation kann
kann einen fantastischen Job machen. Die Spieler, die vor 10 Jahren hier waren, sind immer noch da teilweise. Danke an diese Spieler, dass sie das erreicht haben dieses Jahr. Das ist schon etwas Unglaubliches. Hola, Mister. Qui. Carlo Landoni, Mediaset Italia. Le voy a preguntar, la Champions por unos equipos es una posibilidad, por otros algo de histórico, por otros una obsesión. Para el Madrid, por su historia, es una obligación. Für manche Clubs ist das, wie ist es für Real Madrid hier zu stehen jetzt? Wird dieses Spiel, die Saison zusammenfassen quasi? Ja, nein, wir wollen immer im Wettbewerb stehen, das Beste geben, so wie wir es die ganze Saison gemacht haben und auch letzte Saison. Manchmal läuft es eben nicht so, wie man es gerne möchte. Die Champions League zu gewinnen ist natürlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich denke, dass wir jetzt schon sagen können, dass die Saison sehr, sehr erfolgreich war, egal was morgen passiert. Wir hatten eine erfolgreiche Saison. Real Madrid hat eine sehr stabile Saison, aber am Anfang haben sie Benzema verloren, dann gab es eine Verjüngung, dann gab es ein paar Verletzungen. Was war das Geheimnis, dass sie trotzdem diesen Fußball spielen konnten? Wie gesagt, der Geist dieser Mannschaft, wir hatten natürlich Schwierigkeiten, aber das hat aber auch eine Möglichkeit für die Spieler zu zeigen mit ihrer Konzentration, mit ihrem Fokus. Wir haben dieses Problem als eine Möglichkeit gesehen. Hola, me gustaría para los tres, Lola Hernández, Fox por México. An alle drei diese Frage. Dani Carvajal sagte, wenn er die Champions League-Hymne hört, dann führt er sich voller Terror. Was meint er damit? Und wie fühlen Sie sich, das zu hören? Ich denke, wir alle, die Fußball mögen, wissen, dass Real Madrid eine besondere Mannschaft in diesem Wettbewerb ist. Und wenn wir die Hymne hören, dann fühlen wir etwas Besonderes. Wir haben so viele solcher Trophäen, aber es ist natürlich auch eine große Verantwortung. Wir spielen ein Finale morgen. Wir müssen genauso gut spielen wie in den letzten Jahren. Wir haben sehr viel Verantwortung in dieser Hinsicht. Ein Finale ist ein Finale und ein Champions League Finale ist das wichtigste Spiel der Saison. Wir müssen das versuchen, das so gut wie möglich zu genießen, aber gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, weil es könnte auch schief gehen. Wir sind so nah dran, dieses Finale zu gewinnen, was das Wichtigste ist im Fußball. Und natürlich ist da auch eine gewisse Angst, eine Sorge, ein Gefühl, das wir alle in uns tragen. Wir freuen uns sehr, hier zu sein, denn es ist sehr schwierig, solch ein Finale zu spielen. Aber man muss natürlich auch Glück haben, man muss sehr gut spielen. Aber wenn man ein Finale erreicht, dann ist Erfolg und Misserfolg liegen so nah beieinander, dass man natürlich Sorgen dann hat, dass es vielleicht nicht so laufen könnte. Und es kann heute Abend beginnen oder morgen früh und morgen Nachmittag. Ja, da werden wir schon ein bisschen Sorgen haben. Wenn man mehr Angst hat, ist man umso glücklicher, dann gewonnen zu haben. Vielen Dank.
Hallo, willkommen zur PK. Eine Frage an alle. Sie waren in den letzten Tagen, haben sich darauf vorbereitet. Die Mannschaft freut sich sehr. Wie sieht es aus mit dem Selbstvertrauen auf? Ja, wir hatten viel Zeit, uns vorzubereiten. Die Mannschaft ist sehr fokussiert, sehr konzentriert. Natürlich haben wir auch Selbstvertrauen. Wir wollen das Beste aus uns rausholen. Wir haben das natürlich. Wir brauchen das auch, denn das ist das wichtigste Spiel der Saison für uns. Wir haben sehr viel Respekt vor unserem Gegner. Sie verdienen es, in diesem Finale zu sein. Und wir hoffen, dass alles nach unserem Plan läuft morgen. Wir haben das größte Selbstvertrauen. Wir haben sehr viel Respekt, aber wir hatten die ganze Zeit schon Selbstvertrauen in diesen Wettbewerben, der so besonders ist für uns. Und ich glaube an unsere Mannschaft. Wir sind sehr froh, hier zu sein natürlich. Und wir sind sehr selbstbewusst, aber auch ruhig vor diesem größten Spiel der Saison. Und wir hoffen, dass wir gut spielen werden, so wie in der gesamten Saison. Wie sieht es denn aus? Sie könnten den zum sechsten Mal gewinnen. Haben Sie daran gedacht? Viele Clubs haben das nicht erreicht. Ja, das ist natürlich schwierig. Vor vielen Jahren hätten wir da gar nicht gedacht, dass wir diese Möglichkeit haben, da jemals so weit zu kommen. Aber jetzt morgen ein Finale zu spielen und hoffentlich zu gewinnen, und dann wären wir in dieser Gruppe mit so wenigen Spielern, die so in der Champions League so oft gewonnen haben. Aber jetzt müssen wir uns erstmal auf das Spiel konzentrieren, denn wir müssen das Spiel natürlich erstmal gewinnen. Wir hätten uns das vorher gar nicht vorstellen können, dass wir diesen Moment erreichen könnten, aber jetzt sind wir da. Und wie schon gesagt, ich bin sehr glücklich darüber und wir freuen uns sehr auf diesen Moment. Und ich hoffe, dass wir morgen diesen Schritt machen werden, diesen einen extra Schritt. Das wäre natürlich herausragend, wenn wir 6 Trophäen gewinnen könnten, also die 6. Trophäe gewinnen könnten. An den Trainer, sind Sie denn aufgeregt vor dem morgigen Spiel? Und wie sieht es mit Rodrigo aus? Er wird in Verbindung gebracht mit City. War das ein Störfeuer? Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist natürlich nicht mein erstes Mal. Ich hoffe, es ist auch nicht mein letztes Mal. In den letzten Tagen hatte ich eine tolle Zeit. Ich war sehr glücklich und ich bin jetzt sehr selbstbewusst in meine Mannschaft. Ich weiß, dass sie alles geben werden auf dem Platz morgen. Und Rodrigo wird alles geben. Er ist natürlich sehr wichtig für uns. Er war, ist und wird auch in Zukunft sehr wichtig für uns sein. Da habe ich keinerlei Zweifel. Diese Debatte in den letzten 3 Wochen über den Torhüter, das hat sie beschäftigt. Alunin hat nicht mit der Mannschaft trainiert die ganze Woche und er ist noch nicht mal in London. Können Sie sagen, also wird Courtois morgen spielen? Ja, er war erkältet, konnte nicht mitkommen. Er wird aber morgen kommen. Er wird auf der Bank sein. Und ja, Courtois wird morgen unser Torhüter sein. An die beiden Kapitäne.
heute wollen wir jetzt nicht um die Zukunft sprechen, aber sie sind beide in derselben Situation. Und was das Spiel morgen angeht, sie waren jetzt ein paar Saisons da. War das die ruhigste Woche für sie? Und fühlt sich alles an, als wären sie der Favorit? Die ruhigste Woche, was meinen Sie damit? Womit vergleichen Sie das, wenn Sie das mit allen anderen Wochen der Saison vergleichen? Dann würde ich das nicht so sehen. Wir sind natürlich aufgeregter als in jeder anderen Woche während der Saison. Wir sind selbstbewusst, aber wir sind Menschen und wir wissen, wir sind aufgeregt. Wir werden ein großes Finale spielen. Das ist ein großes Ding für den Verein. Vielleicht ist es ruhiger für Sie, aber für uns nicht unbedingt. Ja, ich stimme Nacho überein. Es war überhaupt nicht, überhaupt keine ruhige Woche. Alle sagen, wir sind Favorit, aber wir sehen das nicht unbedingt so. Es ist ein 50-50-Spiel. Wir spielen gegen eine große Mannschaft, die eine super Saison in der Champions League gespielt hat. Und da haben wir viel Respekt vor der Borussia, wie sie als Mannschaft ist. Und wir fokussieren uns natürlich sehr, wir haben sehr gut trainiert und wir hoffen, dass alles, was wir im Training gemacht haben, dass wir das auch auf den Platz rüberbringen können. Werden Sie morgen eher rational oder emotional sein, bevor dem Spiel, wenn Sie mit der Mannschaft sprechen? Das Wichtigste für mich vor solch einem Spiel ist, das in die Köpfe der Spieler das zu kriegen, was sie auf dem Platz machen müssen. Je klarer ich bin, desto weniger aufgeregt werden sie sein. Deswegen werde ich mich auf die Taktik konzentrieren. Emotionen werden kommen, klar, aber jeder muss die individuell lösen. Aber natürlich werden Emotionen da sein, vielleicht auch ein bisschen ja, es ist aber sehr wichtig, das alles zu machen, morgen, was wir können. Wir sind sehr selbstbewusst, denn die Saison, die ganze Saison über hat meine Mannschaft zwei wichtige Dinge gezeigt. Zum einen Qualität, die ist super bei allen Spielern, und dann auch noch eine zweite Komponente, und das ist der Wille, die Art, das aufopferungsvolle Kämpfen. Das hat meine Mannschaft gezeigt, und das werden die beiden Schlüssel für morgen sein. Nacho, Luca, vor ein paar Tagen sagte der Trainer, wenn wir 1-0 hinten liegen sollten gegen die Borussia, wird er keine Sorgen haben. Und haben wir das erreicht, dass sie so selbstbewusst sind, wenn sie hinten liegen? Ja, wir würden natürlich gerne vorne liegen morgen. Wir kämpfen immer, auch wenn wir hinten liegen oder vorne liegen. Aber wir wollen ein gutes Spiel spielen. Wir hoffen, dass das Ergebnis für uns sein wird. Aber wir spielen natürlich gegen einen sehr starken Gegner und ich hoffe, dass wir ein gutes Spiel machen können. Aber klar, ich würde lieber führen morgen. Aber wir haben sehr oft gezeigt in dieser Saison und auch davor, dass selbst wenn Dinge nicht nach Plan laufen, wir kämpfen weiterhin und wir behalten dieses Selbstvertrauen und wir finden immer einen Weg, um die Situation zu unseren Gunsten zu verändern. Und wir müssen da diese Mentalität weiterhin haben.
Und wir wollen weiterhin so kämpfen wie bislang, aber ich hoffe trotzdem, dass wir führen werden. Das ist das wichtigste Spiel, das Finale ist das wichtigste Spiel der Saison. In Wembley ist ein tolles Stadion und ich werde natürlich sehr glücklich sein. Ich bin sehr froh, hier zu sein und ich hoffe, dass unsere Mannschaft ihr Bestes zeigen wird. Eine Frage aus dem Sudan an Luca. Sie haben in London gelebt. Sie spielen zu Hause. Wie wichtig ist das? Und eine Frage an Sie und Carlo. Nach dem EM-Finale 2021, da ist ja einiges geschehen in Wembley, haben Sie da irgendwelche Sorgen? Es ist immer schön, in London zu sein. So ein tolles historisches Stadion. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auf das Spiel. Und das ist alles. Nacho. Wir wissen nicht, was sie nach diesem Spiel machen. Es könnte das letzte Spiel bei Real Madrid für sie sein. Wenn der Trainer das sagt, werden sie morgen starten. Was bedeutet das für Real im Finale zu stehen? Ja, ist natürlich sehr besonders, sehr emotional. Ich freue mich sehr. Das ist das Beste, was einem Fußballer passieren kann und auch einem Real Madrid-Spieler. Dieser Wettbewerb bedeutet so viel für diesen Verein und auch für mich. Und ich freue mich sehr auf morgen und hoffe, dass alles zu unseren Gunsten laufen wird. Ist das der Charakter dieser Mannschaft, immer so spät zurückzukommen? Und es ist sehr schwer, das zu beantworten. Das ist oft passiert. Da ist schon etwas Besonderes in diesem Verein, ja. Es wird sehr wichtig sein. Es ist etwas Wichtiges. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es ist vielleicht die Geschichte, die Tradition, die Qualität der Spieler, der Charakter der Spieler. Das ist so häufig vorgekommen, dass das nicht einfach nur so passiert. Eine Frage aus Armenien. Es ist sehr wichtig, immer dazu zu lernen. Was ist der größte Unterschied zwischen dem Ancelotti von heute und dem von vor 10 Jahren? Ich bin 10 Jahre älter, aber ich fühle mich immer noch jung. Ja, das stimmt. Als ich beim ersten Mal im Finale stand mit Real Madrid vor 10 Jahren, da ist schon vieles passiert seitdem. Diese Generation kann einen fantastischen Job machen. Die Spieler, die vor 10 Jahren hier waren, sind immer noch da teilweise. Danke an diese Spieler, dass sie das erreicht haben dieses Jahr. Das ist schon etwas Unglaubliches. Für manche Clubs ist das, wie ist es für Real Madrid hier zu stehen jetzt?
Wird dieses Spiel, die Saison zusammenfassen quasi? Ja, nein, wir wollen immer im Wettbewerb stehen und das Beste geben, das, so wie wir es die ganze Saison gemacht haben und auch letzte Saison. Manchmal läuft es eben nicht so, wie man es gerne möchte. Die Champions League zu gewinnen ist natürlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich denke, dass wir jetzt schon sagen können, dass die Saison sehr, sehr erfolgreich war, egal was morgen passiert. Wir hatten eine erfolgreiche Saison. Real Madrid hat eine sehr stabile Saison, aber am Anfang haben sie Benzema verloren, dann gab es eine Verjüngung, dann gab es ein paar Verletzungen. Was war das Geheimnis, dass sie trotzdem diesen Fußball spielen konnten? Wie gesagt, der Geist dieser Mannschaft. Und wir hatten natürlich Schwierigkeiten, aber das war auch eine Möglichkeit für die Spieler zu zeigen mit ihrer Konzentration, mit ihrem Fokus. Wir haben dieses Problem als eine Möglichkeit gesehen. An alle drei diese Frage. Dani Carvajal sagte, wenn er die Champions League-Hymne hört, dann führt er sich voller Terror. Was meint er damit und wie fühlen Sie sich, das zu hören? Ich denke, wir alle, die Fußball mögen, wissen, dass Real Madrid eine besondere Mannschaft in diesem Wettbewerb ist. Wenn wir die Hymne hören, dann fühlen wir etwas Besonderes. Wir haben so viele solcher Trophäen, aber es ist natürlich auch eine große Verantwortung. Wir spielen ein Finale morgen. Wir müssen genauso gut spielen wie in den letzten Jahren. Wir haben sehr viel Verantwortung in dieser Hinsicht. Ein Finale ist ein Finale und ein Champions League Finale ist das wichtigste Spiel der Saison. Wir müssen das versuchen, das so gut wie möglich zu genießen, aber gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, weil es könnte auch schief gehen. Wir sind so nah dran, dieses Finale zu gewinnen, was das Wichtigste ist im Fußball. Und natürlich ist da auch eine gewisse Angst, eine Sorge, ein Gefühl, das wir alle in uns tragen. Wir freuen uns sehr, hier zu sein, denn es ist sehr schwierig, solch ein Finale zu spielen. Aber man muss natürlich auch Glück haben, man muss sehr gut spielen. Aber wenn man ein Finale erreicht, dann ist Erfolg und Misserfolg liegen so nah beieinander, dass man natürlich Sorgen dann hat, dass es vielleicht nicht so laufen könnte. Und es kann heute Abend beginnen oder morgen früh und morgen Nachmittag. Ja, da werden wir schon ein bisschen Sorgen haben. Wenn man mehr Angst hat, ist man umso glücklicher, dann gewonnen zu haben. Vielen Dank.